Okay, willkommen zu einer neuen Folge. Ich musste den vorigen Part schnell beenden. Ja. Ihr werdet noch mehrere Schüsse in die Fresse bekommen, das sag ich jetzt schon. Irgendwie tun mir diese kleinen Kinder leid. Ah. So. Ein Pass spielen hier. Du machst die Mauer. Berliner Mauer. Ja, das muss schon herlaufen. Ausweichen. Ich habe keine Chance gegen den Torwart. Man sieht von den Werten. Janus! Du läufst jetzt ein bisschen dahin, damit wir wieder diesen Astro-Schuss, Doppelstern-Attacke-Dingsbums machen. Leck mich! Janus? Wenn du wieder. Oh, Janus. Ich hoffe, du schießt in einer Richtung, die mir auch. Farbtunnel. Okay, jetzt mache ich mal meine heiße Phase. Jetzt lauf mal schneller, bitte. So, jetzt machen wir Doppelstern. Und treffen. Aus. Den hält sie nicht aus. Sag ich ja. Und das Spiel ist auch gleich vorbei. Tolles Tor! Yay! Oh yeah! Janus, bitte, das sind deine Kinder. Und fertig. Ja, und das Spiel ist auch vorbei. Wo schicken die mich jetzt wohl hin? Mal sehen. Ich weiß, ihr solltet mal gegen das Team meiner Mama spielen. Sie wird euch im Plattenzimmer aufstellen. Sie sind bei dem Platz im Einkaufsviertel. Geht doch hin und spricht mit ihnen. Und dann nochmal gegen das Mädchen. Ja, okay. Jetzt habe ich die auch bei meiner. Jetzt habe ich die auch. Okay, jetzt habe ich auch die kleinen Bastarde besiegt. Okay, jetzt muss ich zum Einkaufsviertel, haben die gesagt. Aber wo ist der Typ? Ich gehe erstmal zum Wohngebiet. Und frage mal jeden alten. Ein alter Mann, der irgendwie das sammelt. Warte, ein alter Mann? Dann würde ich mal sagen, der hier. Bist du der, der sammelt? Nein, der sammelt das nicht. Okay, dann ist es beim Einkaufsviertel. Oder wenn ihr es wisst, wer diese Anstecknadeln sammelt, dann sagt es mir bitte. Einkaufsviertel. Das ist der Einkaufsviertel, oder? Bist du die Mama? Sie ist nicht die Mama. Einkaufsviertel? Habe ich sowas hier? Oder habe ich das noch nicht freigeschaltet? Einkaufsviertel. Das ist doch Einkaufsviertel, oder nicht? Ich hoffe, das ist der Einkaufsviertel. Hä? Wo ist der Einkaufsviertel dann? Okay, jetzt weiß ich, Einkaufsviertel muss ich noch freischalten. Inuzuma weiß ich noch, da gab es einen. Ich gebe nicht, das kann ich sagen. Wieso kann ich das eigentlich noch jetzt hier noch nicht? Warte, erstmal TP auffallen. Ich habe schon sehr viel TP, Elan-Punkte. Ich hatte eigentlich mehr, aber ich habe die ausgegeben für Ausdauertraining und so. Spiele, mal sehen, was für Spiele. Ah, okay, damit ich an diese Truhe kommen kann. Ich kann
das gingen alle hier spielen, wenn ich wollte. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Ich mach's auch sowieso aufs Gymnasium zum Training. Ergebnisse. 3 Gewinne, okay. Ich muss sowieso jetzt mit der Story weitermachen. Karte. Aber wieso habe ich diesen Typen bekommen? Einkaufsfilter, wo war das zum Teufel eigentlich? Ist das Osaka? Ja, Osaka war das. Oh, Truhe. Aber ich wurde wieder mal gestört, deswegen habe ich kurz Sound weggemacht. Schickes Auto. Okay. Und hier? Keine Truhen. Okay. Und hier? Wenn die Tickets zu teuer sind, wie sind wir da reingekommen? Naja, egal. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich trainiert habe. So. Nur der Vollständigkeit habe, was ich jetzt gemacht habe für Trainings. Wie heißt das? Trainingsoptionen hier. Und ich werde hier später sowieso trainieren, wenn ich nur andere Charaktere habe. So, ich habe dreimal das hier und dann 1, 2, 3, 4. Einmal von denen jetzt gemacht. Und ich war dann normal bei den Blitzsternen da, um Ausdauer zu trainieren, weil viele von meinen Charakteren Ausdauer irgendwie von 20 hatten oder 26 oder so. Und ich habe gedacht, nee, hast du für heute genug trainiert? Ja. Dann nimm dir einen Tag frei, den hast du verdient. Willst du mich verarschen? Oh. Sind sie alle drei hier? Ja, Meister. Torch, Gazelle und Sene, alle rangeln sich permanent um die Spitzenposition bei Alias. Spitzenposition. Es ist gut, dass die drei um die Spitzenposition bei Wettbewerb fahren. Kommt hierher. Torch, Kapitän von Prominenz, meldet sich zur Stelle. Gazelle, Kapitän von Diamond Dust, meldet sich zur Stelle. Es war jetzt gerade unnötig, diese... Ach ja, Torch ist bei uns, der hier Gazelle ist nur bei Eissturm. Und wo ist Sene? Das wissen wir nicht. Ist er einfach wieder auf eigene Faust losgezogen? Pompo, ist das so? Manche Dinge ändern sich nie. Selbst ohne Sene werde ich Ihre Wünsche erfüllen, Vater. Ja, Vater, klären Sie uns bitte über unsere nächste Aufgabe auf. Nein, ich denke, wir warten, bis Sene zurück ist. Kümmert euch bis dahin um eure Geschäfte. Na gut. Ach. Vylos, lass mich dich etwas fragen. Wie würde man sich ein richtig wirksames Gift beschaffen? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Ich sage dir wie. Nimm ein paar Schlangen und lass sie gegeneinander kämpfen. Die Stärkste wird gewinnen. Alles, was du brauchst, ist das Gift. Der hat noch lebende Schlange und dann hast du das perfekte Gift. Das heißt, ein Wettstreit gibt uns die Möglichkeit, diejenigen mit dem meisten Potenzial auszuwählen. Ha, genau, dieser Prozess ist notwendig, um eine neue Welt aufzubauen. Sehr weise gesprochen, Meister. Eine neue Welt, Mann. Es könnte an der Zeit sein, dies alles zu einem Abschluss zu bringen. Der Typ ist krank. Und die haben irgendwie auch, glaube ich, Probleme. Ach, Sene war schon immer Partner Vaters Lieblingssohn. Das ist so, weil Sene dieser Person so ähnelt, die Vater so sehr geschätzt hat. Von wem redest du? Ach, so, das weißt du nicht. Vergiss es einfach. Ich werde das nicht einfach so vergessen. Sag es mir, Gazelle. Erzähl mir nie etwas. Sene ist nicht der einzige Kämpfer in dieser Familie. Ich werde es ihm beweisen.
Ich lasse nicht zu, dass jenes Gaia-Team den Genesis-Titel gewinnt. Gaia-Team? Genesis? Was geht hier nur vor sich? Unschuldige Musik wieder mal. Einige Tage später. Ich dachte, einen Tag hatten wir frei. Also, habt ihr irgendwelche Hinweise in dieser geheimen Trainingseinrichtung gefunden? Nein, nichts. Ich war sicher, wir würden etwas finden. Schließlich hat Alias diesen Ort erschaffen. Entschuldigt, wir haben euch alle enttäuscht. Oh. Macht ihr darüber keine Sorgen, Sylvia. Wir haben in der letzten Tagen sehr viel trainiert und sind jetzt ein viel stärkeres Team. Ja. Wir müssen nicht alle ihre Geheimnisse kennen. Wir können Alias trotzdem besiegen. Oh, ich weiß, das wirst du machen. Wir schauen aber trotzdem weiter, ob wir etwas Nützliches finden können. Nur so nebenbei, wo ist Erik hingegangen? Ich glaube, er ist mit Zoe unterwegs. Ich glaube, er hat gesagt, dass sie in die Pfannkuchenbude ihrer Familie gehen würden. Wow, er lernt schon die Eltern kennen. Wenn sie dann verheiratet sind, denkt ihr, dass Erik auch dort arbeiten wird? Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, dann bekommen wir jeden Tag kostenlose Pfannkuchen. Auf, die beiden heiraten auf keinen Fall. Ich denke, wir sollten Erik holen, bevor wir zurück zur Trainingseinrichtung gehen. Die Pfannkuchenbude ist Norden der Stadt. Lass uns. Ja, ich weiß, wo das ist. Geh zur Pfannkuchenbude, yay. Ach, die Musik ist so chillig. Karte. Innenstadt und die Pfannkuchenbude. Ah, wir müssen noch ein Stückchen gehen. Ich verstehe jetzt nicht, was sie mit Einkaufsviertel meinten. Ich kann ja noch nicht mal zum Einkaufsviertel. Oder habe ich gerade etwas gemacht, was ich erst später machen musste? Kann auch sein. So. Hey, da sind sie ja. Hey, Schätzelein, ich habe einen super leckeren Pfannkuchen nur für dich gemacht. Die geheime Zutat ist Liebe. Also los, Zuckerstute, Mund ganz weit aufmachen. Ich würde mal sagen, eher umgekehrt. Hey, ich kann alleine essen, klar? Oh, Schatzi, es ist so süß, wenn du rot wirst. Wen hast du denn da angeschleppt? Ist das ein neuer Freund, Zoe? Nein, so ist das nicht. Wir haben uns erst vor ein paar Tagen in Naniva-Land getroffen. Zoe, du hast keinen guten Männergeschmack. So viel ist sicher. Wo hast du diesen Lulatsch gefunden? Hey, dein Mann ist dir davongelaufen, also kritisier du mich nicht nach meinem Männergeschmack. Du hast nicht die geringste Ahnung von Beziehungen. Und du hast Ahnung? Da kann ich ja nur lachen, du alte Schachtel. Alte Schachtel? Zickenfalt. Psst, Erik, pass auf, wir gehen zu der Trainingseinrichtung in der Niederlande. Kommst du mit? Marc, ja, ich bin dabei. Los, haut ab. Wieso springt er nicht einfach vom Podest? Pudelchen? Wo willst du denn hin? Ich muss zum Training, aber vielen Dank für die Pfannkuchen. Los, lauft! Hey, Schatzi, Süßer, warte auf mich! Guck, sie macht es und er muss einen Umweg machen. Na, die ist ja eine. Sie hält sich wohl nie zurück. Das kannst du laut sagen. Vielleicht sollte man ja so leben. Was denkst du, Nelly? Ich finde mich so gut, wie ich bin. Vielen Dank. Hihi. Huhu. Hihu. Huhu. 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 Und wir sehen uns im nächsten Part.